Langsam voraus. Langsam voraus. Maschinist und Schiffsführer verstehen sich bestens über ein altmodisches Sprachrohr. Stopp auf voraus. Stopp auf voraus. Volle Dampfkraft voraus und er sorgt dafür, dass immer genügend Dampf auf dem Kessel ist. Die St. Georg ist das einzige Schiff hier, das die Bezeichnung Dampfer noch zurecht trägt. Sie ist Deutschlands ältestes noch fahrtüchtiges Passagierdampfschiff. Ihr Herz ist eine fast 100 Jahre alte Dampfmaschine, mit der das Schiff angetrieben und gesteuert wird. Maschinist Daniel Dora hegt und pflegt sie, damit sie noch immer jeden Tag wie geschmiert läuft. Sein Arbeitsplatz unter Deck, dunkel, eng und ziemlich heiß. Heute ist ja noch relativ kühl, also einen richtig heißen Sommertag, da kann es dann schon mal so bis 60, 70 Grad warm werden. Passagieren erklärt und zeigt Daniel gerne, wie sein Baby funktioniert. Der Kessel wird heute zwar nicht mehr mit Kohle, sondern Öl befeuert, aber so alte Technik in Aktion zu erleben, ist für alle, die eine Dampfmaschine nur als Modell oder aus Büchern kennen, faszinierend. Ja, schon ein bisschen ja, Tradition. Und man riecht auch noch ein bisschen das Öl und ja, ist einfach schön. Haben Sie eigentlich nicht Rückenschmerzen beim Atmen den ganzen Tag so, oder? Nö, bisher noch nicht. Ich hoffe, das kommt noch nicht so bald, aber noch hier. Naja, und ein klein bisschen stolz ist Maschinist Daniel auch, dass er der meistfotografierte an Bord ist. Manchmal sage ich ja auch scherzhaft, ich bin Fotomodel als Beruf, aber. Schiffsführer Matthias Kruse war Kaufmann und Journalist. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und schippert jetzt 7-mal täglich mit dem Dampfschiff über die Alster. Und dann gleich voraus die Lombardsbrücke. Sie trennt hier die Binnen von der Außenalster und markierte einst die Hamburger Stadtgrenze. Wenn Sie Maschinen, Dampfmaschinen nur ins Museum stellen, eine rote Kordel drumherum spannen und sagen, nicht berühren, dann dauert es genau eine Generation und dann weiß niemand mehr, wie eine Dampfmaschine wirklich funktioniert. Die St. Georg dampfte vor 141 Jahren zum ersten Mal über die Alster als Falke. Sah noch etwas anders aus, wurde nach der Jahrhundertwende nochmal umgebaut, zweimal umbenannt und war eines von 30 Dampfschiffen im Liniendienst. Nach dem Krieg als Motorschiff Planet auf Havel und Wannsee unterwegs, retteten 1988 die Hamburger Dampfschifffreunde das Schiff vor der Verschrottung. Auf einer Dresdner Werft ließen sie auch wieder eine Dampfmaschine einbauen. Seit 23 Jahren ist die St. Georg nun wieder auf der Alster als Ausflugsdampfer. Die 45 meist ehrenamtlichen Mitglieder vom Alster Dampfschiffverein kümmern sich um die alte Lady. Für Daniel war es Liebe auf den ersten Blick zu ihrem alten Dampfherz. Das ist nicht wie so ein geschlossener neuer Motor, wo man erstmal einen Laptop anschließen muss, damit man sieht, was passiert, sondern Technik zum Anfassen, wie man so schön sagt. Man sollte natürlich nicht überall anfassen, weil die ist stärker als ich. Nach 3 Monaten Winterpause schnauft die St. Georg jetzt wieder über die Alster. Ja, am Anleger 4 jetzt wieder zum Einsteigen bereit, die historische Alster-Rundfahrt. Wie früher legt das Schiff mit 3 Mann Besatzung ab. Oh, einmal die Fahrkarten, bitte. Thorsten Vogel als Decksmann verkauft noch echte Fahrkarten. Auf gefährliche Hutnadeln muss er aber heute nicht mehr achten. So ganz kann er sich auch an Bord eines historischen Dampfschiffes aber nicht der modernen Technik verschließen. Im Internet gekaufte Tickets kontrolliert er ganz neumodisch mit dem Handy. 63 Jahre fuhr die St. Georg im Liniendienst über die Alster, den wieder aufzunehmen, davon träumt der Verein. Aber eine Einigung mit der städtischen Alster-Schifffahrt auch über die Nutzung der alten Haltestellen ist noch nicht in Sicht. Die geplante Restaurierung 2 Schwesternschiffe muss deshalb noch warten. Und ich darf mich verabschieden mit Tschüss und Kiekmoll, werde eng. So bleibt die St. Georg vorerst das einzige Dampfschiff auf der Alster. Daniel muss ja eben mal aufs Dach steigen. Nach der Winterpause meinte, klingt sie noch etwas belegt. Aber trotzdem pfeift hier nach wie vor niemand auf der Alster so schön wie die alte Dampfschiff-Lady.